Hallo, willkommen zu einem neuen kleinen Review. Dieses Mal geht es um ein Radio, MP3-Radio oder MP3-Player, wie auch immer. Retekes oder wie auch immer man das ausspricht, V115. Wir hatten ein kleines Radio gesucht, welches wie früher, wie man den Radiorekorder hatte, auch aufnehmen kann auf Kassette. Und haben hier eins gefunden, relativ günstig, ich glaube 15, 16 Euro so rum. Ich muss, blende es ein, falls es nicht passt. Es ist ein AM-FM-Kurzwellenradio, also ja, FM und halt eben die kurze Welle. MP3-Player, Lautsprecher natürlich, Automatik, manuell, Radiostationen abspeichern, 9 oder 10 Kilohertz Schritte zum Einstellen. Es hat Radio, es hat Mikrofon, das ist, war ganz wichtig, dann kann sich nämlich das Kind dort aufnehmen. Und es hat ein Line-In-Recording und man kann hier die Aufnahmen auch löschen im Radio selber auf dieser SD-Karte. SD-Karte ist nicht dabei, die muss man natürlich dazu kaufen. Aber dabei ist ein 1000 mAh Lithium-Akku. Und zwar ein, ich glaube, Modell von Nokia, wenn es mich nicht täuscht. Das sehen wir gleich. Also, made in China, wie immer. Ja, kommen wir mal zum Inhalt. Es ist ein USB-Kabel dabei zum Aufladen. Wir haben hier so einen Clip, der sich mir jetzt noch nicht erschließt. Wir werden das gleich mal noch auschecken, was das genau zu bedeuten hat. Das Radio selbst, wir haben hier eine Anleitung und wir haben etwas etwas Luftpolsterfolie. So, dann ja, Anleitung in vielen verschiedenen Sprachen, also für den europäischen Markt, wie man hier sehen kann. Kein Chinesisch, da war also schon mal irgendwie ein Händler oder sowas dazwischen, der das hier übernimmt. Es wird hier recht gut alles beschrieben und die Übersetzungen sind, naja, mal gerade gucken, bevor Sie dieses Radio verwenden, müssen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise beachten, um eine sichere und verantwortungsvolle Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Maschinenübersetzt, das ist ein integriertes digitales elektronisches Stimmradio, das MP3 und WMA-Dateien wiedergeben kann. Mehrsprachige Menüfunktionen, Lyrik synchronisieren, okay, unterstützt Mic-Recording, Radio-Recording, Line-In, das hatten wir ja schon eben gesehen, mit einer wiederaufladbaren Batterie, BL5C, genau, ist das Modell. Also, Übersetzung auch in Ordnung, soweit, was ich jetzt hier sehen kann. Recht gut beschrieben. Ich muss vorweg sagen, ihr seht ja hier immer überall die Anzeige. Es hat kein RDS. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite für den Preis. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich das dann auf den Preis niederschlägt, wenn kein RDS oder wenn RDS eingebaut wäre. Ja, kommen wir zu dem Teil. Es ist, würde ich meinen, wertig, außer hier hinten. Diese Lautsprechergrills, also das ist das wahrscheinlich eins von den ersten Sachen, die hier zu Bruch gehen werden, die sind relativ dünn und wenn man hier fest drauf drückt und dann knackt es und dann hat man hier hinten diesen in Anführungsstrichen Subwoofer gerade schon zerstört, wobei das gleich natürlich für die Antennen gilt, da muss man natürlich aufpassen, welchem Kind man das anvertraut und hier ist natürlich auch eine Bruchstelle, das ist ja ganz klar, von daher sollte man natürlich gucken. Also es ist nicht, wie soll ich sagen, babyproof oder so. Die Tasten sind okay, was ich jetzt hier so sehen kann. Lautsprecher hier, der Lautsprecher, wie sagt man denn eigentlich, Lautsprecher-Grill, Lautsprecher-Abdeckung, nee, Lautsprecher-Gitter, Gitter, genau. Das habe ich gesucht, das Wort. Ist hier das gleiche in grün, also wenn man hier fest drauf drückt und dann ist man wahrscheinlich auch im Lautsprecher, da könnte man vielleicht noch was nacharbeiten. Was haben wir hier? Wir haben hier zum einen, was ist mit meinem Autofokus hier los? Nix. Wir haben hier zum einen Kopfhörer, wir haben Line-In, das ist ja dieses Line-In-Recording, was es auch möglich ist, also als Audio-Interface, denke ich, auch fungieren kann, hier über USB, TF, damit ist die SD-Karte gemeint, auf dieser Seite und ansonsten haben wir hier keine Schnittstelle. Hier hinten haben wir dann das Fach für den Akku, hab ich da so dran, ja, für den Akku wieder einstellen hier. So, da ist dann dieser BL5C drin, wie er im Nokia verbaut war oder wie er im Nokia-Handys drin war. Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch. Also ein Standardstück, was man für wenige Dollar oder wenige Euros bekommt.
An der Stelle also super, kein Problem. Da gibt es auch keinen Stress mit Akkus einbauen oder irgendwie das Gerät aufschrauben. Ja, das ist das Gerät mal von außen. Und kommen wir mal ganz kurz zur Inbetriebnahme, wie ungefähr das hier funktioniert. Ist das so, wie man das kennt im Autoradio? Man wählt eine Frequenz und dann drückt man hier drauf, dann speichert man das. Oder wie funktioniert das? Und vor allen Dingen, wie sieht das mit der SD-Karte und mit der Aufnahme aus? Das schauen wir uns da mal ganz kurz an. Das Radio schalten wir hier über den Power-Schalter ein. Das ist ein bisschen verwirrend, denn das Power hier oben meint also diese Taste jetzt hier. Also wir drücken jetzt hier mal drauf, bekommen ein Welcome. Ich mache mal leise, wegen hier Rechten und so. Also hier läuft jetzt der lokale Radiosender hier und da steht jetzt Channel 0. Hier oben, hier kann ich jetzt direkt auch Frequenzen eingeben. Also ich könnte jetzt hier auch einen anderen Radiosender anwählen. So, hätte ich dann angewählt. Ist ein anderer. So, gut. Das heißt also, ich kann die Tasten hier jetzt nutzen, um die Frequenz einzugeben. Würde ich den jetzt speichern, würde ich jetzt auf die Idee kommen, würde sagen, okay, ich mache mal kurz die Antenne noch raus, Entschuldigung, ist der Empfang ein bisschen besser. Würde ich jetzt auf die Idee kommen und würde jetzt hier lange auf die Taste 1 drücken und dann wird es irgendwann piepsen und ich hätte den auf Channel 1 gespeichert. Das wäre jetzt etwas zu einfach. Die Bedienphilosophie dieses Radios folgt nicht dem international üblichen Gebaren in den Autoradios, das so zu machen, denn das ist ja doch relativ einfach und eingängig. Also in diesem Fall, wenn jetzt hier oben Channel 0 steht, das geht immer der Reihe nach, also der fängt bei Channel 0 an, 1, 2, 3 und so weiter. Hier würde ich die Taste Memo jetzt lange drücken und könnte es dann einspeichern. Das probieren wir einfach mal aus. Jetzt sehen wir, blinkt Channel 0. Jetzt könnte ich theoretisch den Channel noch wechseln. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich da auch noch was eingeben kann. Ah ja, ich kann die Channel wechseln. Channel 2, Channel 21, Channel 1, Channel 0. Okay? Und dann muss ich das bestätigen. Das blinkt jetzt weiterhin. Ich muss also jetzt hier einmal auf Play drücken. Dann kommt Message Save und dann muss ich nochmal Play drücken. Und dann ist es gespeichert. So, wenn ich jetzt also, sagen wir mal, auf den anderen Sender gehe, auf dem ich eben war. Das funktioniert nicht so toll. Machen wir mal. Nee, geht auch nicht. Wie komme ich jetzt auf 88,0? Gar nicht mehr. Nur 88 geht auch nicht. Gut. Sehr schön. Also gehen wir mal auf einen anderen Kanal oder eine andere Frequenz. So. Und jetzt habe ich hier oben Channel. Wenn ich jetzt 0 drücke, passiert nichts. Ich kann also hier immer eine Frequenz eingeben. Das war jetzt zum einen die manuelle Einspeicherung des Kanals. Das ist also schon ein bisschen, ja, verbesserungswürdig. Also ich würde es so machen, lange Kanal halten, also jetzt Kanal 1 halten und dass es dann abgespeichert wird. So, wenn wir jetzt zu unserer Frequenz wechseln. Ich glaube, es ist 088.0.0. Geht auch nicht. Gut. Okay. Er will mich da jetzt einfach mal nicht das machen lassen, was ich gerne will. Wenn man jetzt hier lange drauf hält, dann sollte man einfach davon ausgehen, dass man jetzt hier ein Scanning macht. Er bleibt aber trotzdem hängen. Das Gleiche passiert, wenn ich hier draufklicke und dann macht er das Gleiche. Also, ich nehme an, die Channels kann ich jetzt hier hoch runter wählen. Wir speichern einfach mal welche ein. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich bin ja jetzt hier auf der Frequenz. Ich drücke jetzt lange Play. Und jetzt sehen wir mit dem Teil mal zu, was passiert. Und ihr seht jetzt hier oben, Mensch, wo war mein toller Stift hier? Ihr seht jetzt hier oben, wenn er den Sender gefunden hat, jetzt speichert ihn ab. Das ist Kanal 2. Jetzt kommt der nächste, 93.3, wird RTL sein, 3. Der nächste, 4. Dann geht's Licht aus. Machen wir mal kurz leiser, nochmal geht's nochmal an. 6, 7, Kanal 7 und dann speichert er jetzt alle durch, bis er einmal durch ist. Und dann haben wir die ganzen Bänke hier jetzt belegt. Also gucken wir uns mal an, wie das jetzt hier funktioniert, wie viel er da findet. Bei 101,7 hatten wir gestartet und dann müsste das jetzt eigentlich merken. Mhm. Gut, er läuft also wahrscheinlich so lange jetzt durch, bis da oben alles voll ist. Ist natürlich auch, ja, bedienmäßig jetzt auch ein bisschen. Ah ne, er hat es jetzt geschnackelt. Okay, jetzt haben wir es. Und er hat sortiert anscheinend. Also, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Channel 1 ist dann jetzt eben die 88.0.
dann Channel 2, 91.3, 93.3 und so weiter und so fort. Man denkt jetzt, man könnte hier oben die Channel auswählen, das kann man aber nicht tun. Die 3 bleibt hier drin stehen eine Zeit lang und dann, er springt auf Kanal 3, okay. Gucken wir mal, ob er auf Kanal 8 springt. Er wartet vielleicht schon auf die Eingabe, entweder Frequenz oder, okay, nehme ich auch wieder zurück. Also man kann auch den Kanal direkt anwählen. Also wenn man jetzt Kanal 12 wählen würde und dann würde er dann auch gleich auf Kanal 12 springen. Genau, funktioniert. Kanal 1 wieder so oder eben hier unten Kanal hoch oder runter. Also das funktioniert ja schon mal wunderbar. So, gut, prima. Das gleiche könnt ihr natürlich dann auch im Modus AM machen. Da könnte man jetzt mal einen Kanal suchen gehen. Okay, das bleibt jetzt mal im Vordergrund. Gucken, ob er da irgendwie Kanal findet. Gibt ja kaum noch AM-Sender hier oder gar keine mehr. Zumindest mal bei uns in Deutschland. Also hier ist wahrscheinlich nicht viel zu holen. Und auch ziemlich viel Störungen durch Schaltnetzteile und so weiter und so fort. Also hier werden wir wohl nicht froh werden. Und hier nochmal die UKW-Geschichte. Genau, das ist jetzt der Radioteil im Prinzip, habt ihr jetzt ja gesehen. Es gibt auch noch hier ein Symbol, das soll ein Schloss bedeuten. Das heißt, wenn ich jetzt hier lange drauf drücke, dann haben wir jetzt hier eine Sperre. Ich kann jetzt hier weder lauter leiser noch irgendwelche anderen Tasten drücken. Ihr seht das jetzt hier. Was lauter leiser anbegeht, das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ich meine, das wäre nicht schlecht zu tun. Alle anderen sind dann eben gesperrt, aber man kann ja nochmal kurz hier drauf drücken, dann ist es halt eben weg. Und hier unten haben wir noch eine extra SW-Taste, da gehen wir in den Kurzwellenbereich. Das hier war jetzt eben der AM-Bereich, hier sind wir nochmal im Shortwave-Bereich. Und lass uns mal da gucken, was wir eventuell da noch finden. Wir müssen immer warten, bis das Volume wieder verschwunden ist. Kann das also nicht überstimmen, diese Anzeige. Kurzwelle müssten wir eigentlich was bekommen. Ich kenne jetzt keine Frequenz auswendig, aber da müsste eigentlich was gehen. Er sucht jetzt halt hier irgendeinen Träger. Mal gucken, hier oben ist auch noch das Mikrofon. Mikrofonsymbol, hier das kleine Loch. Ansonsten die anderen Sachen, also die gelben Sachen sind unter anderem gekennzeichnet so hier oder diese orangenen, dass man da lange drauf drücken muss. Also man kann auch einen Kanal wieder löschen. Achso, kann ich auch noch gerade zeigen. Kanal löschen geht natürlich auch über Dell. Rec-File, es geht natürlich nur, wenn die SD-Karte eingeschoben ist. Ich mache gleich mal ein paar MP3s noch auf eine SD-Karte. Dann schieben wir die mal da rein. Dann gucken wir mal, wie die Bedienung der MP3s funktioniert. Dann mache ich eine Sprachaufnahme und eine Radioaufnahme. Line-In kann ich jetzt keine leider machen, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wenn man hier dann mit einem Klinkenkabel reingeht, dass man dann Line-In was aufnehmen kann, wie das dann ist mit Übersteuerung und so weiter, das muss man dann eben selbst mal ausprobieren. Aber kann ich jetzt nicht leisten, aber ich versuche es jetzt so viel Funktionen, wie ich kann, hier darzustellen. Also er findet hier keinen Kurzwellensender irgendwo. Und hier oben haben wir auch noch die Akkuanzeige, wie gesagt über USB auch hier aufladbar, also nicht nur am Computer anschließbar und dann um die Sachen zu kopieren oder runterzunehmen von der Karte, sondern eben auch die Ladefunktion von USB. Also das ist jetzt der Vorführeffekt. Hier sind wir schon im 40-Meter-Band, Amateurfunk vorne, hier am Radioband ab 7,2, aber hier drin ist wahrscheinlich nichts. Gut, es ist jetzt halt natürlich auch 3 Uhr erst, vielleicht auch eher in den Abendstunden. Das kann man ja nochmal probieren, aber für diejenigen, die sich die Kurzwellenradiohörer sind oder SWLs nennen, die sich Shortwave Listeners, die haben sowieso andere Radios als diese hier. Da gibt es ja schöne alte Weltempfänger, Grundig-Satellit sei hier mal erwähnt an der Stelle. Sony macht da viele gute oder hat viele gute gemacht. Oder eben auch im Internet kann man auch über WebSDR ganz gut diese Empfänger bedienen und kann dort dann mit den Antennenstandorten vor Ort hören, was natürlich wesentlich komfortabler ist als hier mit so einem Stäbchen hier. Aber das nur am Rande. Gut, okay, das war der Vorführeffekt. Falls ich noch was reinkriegen sollte in der Kurzwellenbereich, dann mache ich noch einen kurzen Take. Ansonsten reicht das ja hier. Ihr könnt euch ja vorstellen,
dass dies ähnlich funktioniert wie hier oben im FM-Bereich. Und wenn man hier jetzt, achso, ja genau, das Kanal löschen wollte ich noch zeigen, haben wir ja hier noch eben erwähnt, dieses Dell, also die orangenen Sachen immer länger drücken, auch für Menü, das komme ich gleich noch dazu. Also wenn ich jetzt den Kanal löschen will, hier Kanal 1 oder wie auch immer, dann kann ich hier lange drauf drücken, kommt Message Delete Station und hier mit dem Play kann ich das bestätigen. Erst dann ist der Channel gelöscht, ist hier die Play-Taste, Play-Pause. So funktioniert das bei den Kanälen, genau. Ansonsten habe ich hierzu nur noch Menü, lang drücken. Komme ich hier in Autopower rein, kann mit den Pfeiltasten vor und zurück hier eben nach, kann nicht durchscrollen, also ich kann jetzt hier nicht bei Auto, doch geht, Entschuldigung, ich kann also einmal so durch. Autopower, wenn man das auswählt, kann man hier dann eben wählen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, bis 90, also eine anderthalbe Stunde, dann geht das Gerät aus oder eben 0, nix oder nach einer anderthalben Stunde dann eben Contrast wäre eben der Contrast des Displays. Das kann man hier treiben, bis das so ganz unansehnlich hier wird. Wobei ich empfehlen würde, den Kontrast so bei 5 zu lassen. Da war er auch standardmäßig eingestellt. Das reicht vollkommen aus. Backlight Time, da könnt ihr einstellen, wie lange eben das Licht anbleiben soll oder ganz ausbleiben soll. 20 Sekunden, mal machen wir hier 20 Sekunden. Das geht natürlich dann dementsprechend auf die Batterie, aber ich denke, das sollte sich im Rahmen halten. Language ist leider nur Englisch, Spanisch und Chinesisch. Da könnt ihr also kein Deutsch wählen. Dann haben wir noch Record Set. Da kann man jetzt oben auswählen Simple Record. Da muss ich natürlich jetzt mal gucken. Das mache ich gleich mit der MP3, mit der Karte dann, was das genau bedeutet. Record Set. Simple Record gibt's. Ah ja, Quality, das sind Qualitätseinstellungen. Okay, naja, gut, das war jetzt ein bisschen schwierig. Man hätte das ja auch irgendwie anders nennen können. Okay, Simple Record ist also eine einfache Qualität, sage ich mal so. Das finde ich noch raus, was das ist, also wie die Unterschiede sind zwischen Simple Quality und Super Record. Ich nehme mal an, wenn wir jetzt Super Record einstellen, und gehen nachher auf Rack oder so etwas Ähnliches, müssen die Karte erst einlegen, da gibt es oben noch ein Symbol. Da steht zumindest in der Anleitung, da haben wir noch ein Symbol und da wird die Qualität angegeben. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Hier oben, da wird die Aufnahmequalität, jetzt ist scharf, eingegeben, 128 Kilobit. Ich nehme also an, bis 128 könnte ich mir vorstellen. Und eben ob in MP3 oder WMA, so habe ich das mal verstanden. Also die Qualität haben wir dann mit Record Set. Und dann gibt es nur noch ein Back und wenn ich auf Back klicke, komme ich wieder zurück. Also, das war es schon gewesen, so menümäßig. Jetzt hauen wir noch eine SD-Karte hier in den SD-Karten-Slot rein und dann schauen wir uns mal an, wie sich dort dann das Filesystem bedienen lässt und wie die Aufnahmen nachher ausschauen bzw. sich anhören. Und was passiert, wenn man das Ding noch an den Rechner stöpselt? Ich hätte einen Windows-PC da und auch einen Mac und ich gucke mir das mal an, wie man das benutzen kann. Hier haben wir jetzt eine Micro-SD-Karte. Und die werden wir jetzt hier im Betrieb mal einstöpseln. Wir haben hier auch ein Symbol drauf. So rum soll die rein. Also vermute ich mal hier so. Ah, da geht schon das Licht an. Waiting. So, jetzt haben wir hier die Anzeige. Oh, jetzt haben wir hier oben aber viel im Display stehen. Da gehe ich mal ein bisschen näher ran. So, ihr seht jetzt hier oben, dass eine SD-Karte drin ist zum einen. Dann haben wir das Symbol Wiederholungsmodus, das heißt, es wird dann immer weiter spielen. Ich hatte zwar 20 Sekunden eingestellt, aber okay. Dann haben wir den Tonmodus da oben, was auch immer ein Tonmodus ist. Das läuft auch schon, also die Gesamtlaufzeit, also wie 1.19, das, was jetzt eben läuft. Hier oben haben wir die Qualität. Oh, 192 Kilobit, okay, alles klar, also 128. 192 und dann müssen wir mal gucken jetzt gerade, wenn man schon mal, ich muss ja immer warten, bis dieses unsägliche Volume-Zeichen weg ist. So, und dann haben wir ja gesagt, dass wir hier auf Recording Set gehen. Nee, okay, das ist von dem File, was gerade gespielt wird. Sorry, da war ich jetzt im falschen Film. Also die 112 sind von dem, wenn ich jetzt auf das nächste Lied gehe und spiele das ab und dann sehen wir wieder 192. Ich bin doof, Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
Aber es ist ja neu, ich habe es ja erst ausgepackt. Also das bezieht sich jetzt hier tatsächlich auf das File, was gespielt wird. Ich denke, das schlägt sich nachher in deiner eigenen Aufnahme nieder. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Okay, wir haben jetzt hier irgendein GEMA-freies Lied, habe ich da drauf gepackt. Mal gucken, was wir da zu hören bekommen. Vorspulen geht mal nicht. Doch, jetzt. Also der Klang ist schön. Gefällt mir. Also, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Also, da ist schon Druck hinten dran. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, okay, gut. Nicht schlecht, muss ich sagen. Gut, okay, also das funktioniert zumindest mal ganz gut. Man kann eben hier die anwählen. Spulen kann man auch. Das 1 hier, da kann man eben die wählen, was wiederholt wird. Da haben wir die Einstellungen da oben. Ich habe gerade was gefunden in der Anleitung, und zwar die Datenrate hier bei Record Set. Genau, da haben wir ja die verschiedenen, ich mach mal leise. Die verschiedenen Stufen, und da haben wir einfach einfache Aufnahme. Das wäre also, na komm schon, jetzt ist das wieder weg. Also das ist ein bisschen nervig hier, dass es immer so wegspringt da. Da haben wir die einfache Aufnahme, das wären 64 Kilobit. Quality Record wäre 96 Kilobit und Super Record wäre eben dann, wo ist es hier, die 128 Kilobit. So haben wir das schon mal geklärt. Und gehen dann wieder raus aus dem Menü. Kann man da wieder rauskommen? Also wenn man nochmal Menü drin, kommt man nicht raus. Okay. Das geht dann, okay, dann wird das irgendwie nochmal umspringen. Nehme ich an. Oder es gibt eine Back-Taste, die ich noch nicht kenne. Das kann auch sein. Autopower bestätigen. So, gut. Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, R, A, All wahrscheinlich, 1, F. Random könnte das sein. Random, das könnte random sein. Schauen wir mal, wenn wir weitergehen. Das ist random. Er sucht sich einfach irgendwo aus. Genau. Wiederholt also randomly. A ist für alle Tracks, das heißt, ich kann jetzt hier durchstickern. Also er wird alle wiederholen. Und das wird einen Einzelnen wiederholen. Er wird jetzt immer den 7er spielen, nehme ich mal an. Also wird jetzt immer bei 9 jetzt bleiben und wird dann immer wieder spielen. Okay, gut, habe ich auch verstanden. Soweit. Soweit, so gut. So. Dann würde ich sagen, probieren wir mal zum Anfang eine Radioaufnahme. Gehen wir mal auf FM. So, dann nehmen wir das mal auf. Rec-File oder Rec? Ich nehme an Rec. Rec drücken, lang. Nimmt auf. So, stopp. Nochmal Rec. Da ist die Aufnahme. Sollicité par France Info, l'Elysée rappelle évidemment son attachement à l'indépendance de l'autorité judiciaire. 64 Kilobit. Machen wir mal Stopp. Dann gehen wir mal in das Record-Set, was wir eben hatten. Und dort stellen wir es mal auf Super Duper Record 128 Kilobit und machen das gleich nochmal. Da nimmt es auf. La réforme des retraites et avant les annonces d'Edouard Philippe mercredi, Emmanuel Macron sera comme prévu à Pau, la ville dont François Bayrou est le maire. Für 128 Kilobit hört sich doch schon schlecht an. Nee, also da bin ich anderes gewohnt mit 128. Also das ist schon ein bisschen fies von der Aufnahme her. Okay, dann machen wir eine Sprachaufnahme im normalen MP3-Modus, wenn ich jetzt REC mache. Aha, hier erscheint ein Mikrofon. So, dann machen wir mal die Sprachaufnahme. Ich halte das mal neben mein Lavalier-Mikrofon in die gleiche Höhe und spreche aber geradeaus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier hört ihr jetzt die Aufnahme des Rode Lavalier-Mikrofons an einem Android-Gerät.
Hier hört ihr nun die Aufnahme des MP3-Radios, 128 Kilobit. So, ich denke mal, das muss ja genügen. Dann machen wir hier mal Stopp. Ja, erscheint ein Mikrofon. So, dann machen wir mal die Sprachaufnahme. Ich halte das mal neben mein Lavalier. Jetzt bin ich mal gespannt hier, wie das klingt. In die gleiche Höhe und spreche aber geradeaus. 1, 2, 3. Ja, also das ist okay. Also ich denke, für den Zweck, für die Kids ist das in Ordnung. Man hört Artefakte extrem, da ist eine Rauschreduktion drin. Also das ist nicht schön, sage ich mal, wenn das jemand jetzt irgendwie benutzen will, um das hier ein bisschen audiophil machen zu wollen. Was Line-In betrifft, wie gesagt, Line-In im Moment kann ich euch nicht zeigen, aber wird ähnlich schlecht sein von der Qualität. Und für die Verwendung, die wir jetzt da vorhaben, ist das sinnfrei, das Line-In. Es macht das, was es soll. Die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Und ja, aber ansonsten macht einen guten Eindruck, vor allem für den Preis. Da steckt viel, viel, viel drin in dem Ding. Und jetzt würde ich es noch ganz gern mal an den PC, ja, beziehungsweise Mac anschließen. Und dann mal gucken, wie sich das verhält als Datenträger, was wir da noch so machen können. Jetzt habe ich mal eine Bildschirmaufnahme gestartet im OS X, also im Mac. Habe jetzt das USB-Kabel hinten angeschlossen und würde jetzt einfach mal hier das Gerät per USB verbinden. Mal gucken, was sich im Finder tut, beziehungsweise was sich hier im Display tut, wenn ich das jetzt anschließe. Man sieht jetzt, hier geht was an. Hier steht Computerverbindung und auch es wird geladen. Jetzt wird hier ein File angezeigt. Und ich sehe auf dem Mac jetzt meine SD-Karte, tatsächlich, so wie sie auch heißt, wenn ich sie ganz normal einstecke in den Cardreader. Also ich kann jetzt hier die MP3 sehen, die ich eben abgespielt habe. Und es gibt jetzt hier FM-Record, das sind die Radioaufzeichnungen, und es gibt M-Record fürs Mikrofon. Und da kann ich die auch jetzt hier stinknormal abspielen. Achtung! Hier erscheint ein Mikrofon. So, dann machen wir mal die Sprachaufnahme. Ich halte das mal neben mein Lavalier-Mikrofon in die gleiche Höhe und spreche aber geradeaus. 1, 2. Ja, das ist also super, das ist vollkommen ausreichend. Da bin ich schon begeistert. Kann jetzt hier die Sachen natürlich auch löschen oder hier auch MP3s dann draufziehen. Muss also dann gar nicht mehr die SD-Karte hier rausfriemeln. Ich kann also dann direkt die SD-Karte auf dem PC bzw. Mac beschreiben. Ich schließe es jetzt nicht mehr an den Windows-PC an, denn das wird ähnlich funktionieren. Ihr werdet dann Massendatenträger sehen, werdet die SD-Karte sehen und könnt sie dann dementsprechend bearbeiten. Genau, das war es im Prinzip gewesen. Es hat ja schon lang genug gedauert. Ich bedanke mich für eure Geduld und ich packe euch einen Link unten rein, wo ihr das kleine feine Teil hierher bekommt, falls eure Kids da auch Interesse dran haben. Für den ernsthaften Einsatz würde ich es nicht empfehlen. Badezimmer würde ich auch Abstand davon nehmen, denn hier ist alles relativ offen. Von daher gehe ich davon aus, dass es da nicht lange überleben wird. Hier ist auch alles offen. Und, aber für das ein oder andere Kind, welches damit umzugehen weiß, wie gesagt, nochmal der Hinweis hier, alles relativ instabil, wenn man da fest drückt. Ich will das jetzt nicht zerstören. Und dann, ja, macht man das hier auf jeden Fall kaputt. Also für den Einsatz mit Kids okay. Was mich, wie gesagt, begeistert hat, ist der Klang vom Radio oder auch von den MP3s. Da muss ich sagen, da kommt echt Druck raus. Hier hinten steht sogar Megabass drunter. Das ist schon nicht schlecht. Und der Lautsprecher hier vorne macht auch eine gute Figur beim Klang. Hätte ich so nicht erwartet von so einem günstigen Gerät. Das war es schon gewesen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Review wieder mit hier dabei seid. Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer, bitte runter in die Comments rein. Und wenn Zeit ist, werde ich natürlich drauf antworten. Bis zum nächsten Review. Macht's gut. Ciao, ciao.